Herzlich willkommen bei Niklas 11 von 12. Es ist nun wieder an der Zeit für ein neues Intel vs. AMD CPU Battle. Viele Leute haben nach diesem Video verlangt und somit habe ich mich dafür entschieden, ein solches auch zu machen. Aber dieses Mal mache ich das ein wenig anders. In diesem bestimmten Video werden wir uns nur Benchmarks ansehen, also synthetische Benchmarks. Wenn ihr die Spieleleistung sehen wollt, dann schaut euch einfach die Intel vs. AMD Spieleversion dieses Videos an. Dann ist da auch noch die Leistungsversion, die die Temperaturen und den Stromverbrauch beinhaltet. In diesen Videos zeige ich euch zwei Bildschirme auf beiden Seiten mit fast identischen Systemen, außer der CPU. Eine CPU wäre die Intel Core i7 4770K und die andere die AMD FX 9590. Als GPU werde ich die Nvidia GeForce GTX 780 Grafikkarte verwenden. Bevor wir fortfahren, würde ich gerne klar machen wollen, dass eine AMD oder Nvidia Grafikkarte keine CPU besser macht. Ob es sich nun um eine Intel CPU oder um eine AMD CPU handelt, es ist nur die Grafikkarte. Das wollte ich einfach mal klarstellen, da letztes Mal einige Leute gesagt haben, dass Nvidia-Karten Intel-CPUs leistungstechnisch fördern und dass AMD-Karten AMD-CPUs fördern. Das ist völliger Unsinn. Zu beachten ist bitte, ich bin hier nicht derjenige, der beurteilt, welcher Prozessor der bessere ist. Alles, was ich hier mache, ist, euch die Testprozedur so gut wie nur möglich zu zeigen. Am Ende entscheidet ihr, welcher Prozessor der Gewinner ist. Viel Spaß! Thank you.
Nochmals, wenn ihr die Spieleleistung sehen wollt, dann schaut euch einfach die Intel vs. AMD Spieleversion dieses Videos an. Dann ist da auch noch die Leistungsversion, die die Temperaturen und den Stromverbrauch beinhaltet. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht niklas11.12techx.com, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen.